Schau mal, was hier ist. Was gerade neben meinem Fuß liegt. Voll süß. Sonnt sich da in der Sonne. Hallo, Würmchen. So schaut Entspannung nach der gestrigen Aufregung aus. Das war ja gestern der absolute Oberhammer, dieses Fußballspiel. Ich schaue nie Fußball. Das hat mich gestern echt den letzten Nerv gekostet, weil es so spannend war. Das ist ja die ungeschminkte Wahrheit. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht nochmal jetzt ins Meer reinspringe. Ich war noch gar nicht im Wasser, das ist eiskalt und es ist echt hoch von da oben. Ja, das schaut gar nicht so hoch aus. Ist es aber. Und ich habe eigentlich Höhenangst und ich würde da irgendwo reinspringen. Es geht wieder ab nach Österreich. Wir sind jetzt in Slowenien, also Kroatien schon durch und jetzt sind wir noch im Nachbarland. Ich muss dir was zeigen und zwar, das ist der Nagellack, den ich die ganze Zeit, die ganze Woche drauf hatte und zwei Schichten ohne Überlack. Ich bin mega begeistert und ohne Unterlack, ohne Überlack, nur zwei Schichten hält eine ganze Woche und das die ganze mit Baden und zwar, das ist dieser von DM. Noch immer unterwegs, aber mittlerweile sind wir schon in Österreich. In der Zwischenzeit beantworte ich ein paar Fragen, wie zum Beispiel diese von Mr. Teddy und Kommentar zu meinem Fußball-EM-Orakel Island gegen Österreich. Und da schreibt Mr. Teddy und Co. wäre lustig gewesen, wenn das in Easy gemacht hätte und zu Island hingerannt wäre. Mara Goster schreibt, Anita, tolles Video wie immer, danke schön. Erste Frage, wurdest du schon mal gemobbt wegen deinen Pferden? Nein, ich weiß auch gar nicht, wie kann man denn wegen Pferden gemobbt werden? Also, nein, Gott sei Dank nicht. Frage 2, kannst du mal mehr Do-it-yourself und Orakels machen? Ja. Und Frage 3, kannst du mal Andrea mitnehmen zu den Pferden und sie muss dann ganz alleine die Pferde von der Koppel holen? Ja, das mache ich. Und bevor wir nach Hause kommen, müssen wir doch noch schnell in den Stall schauen. Ich bin nämlich jetzt schon im Stall, ungeschminkt wie immer und rotes Gesicht von der Sonne. Hallo Ruby, die sind gerade reingekommen in den Stall, waren den ganzen Tag draußen. Hallo Rubiel. Hat es geregnet? Hallo Rubien. Anscheinend hat es hier geregnet, bei uns war es ja die ganze Zeit schön und warm. Grüße Bubs. Ich bin am Weg nach Hause, war mittlerweile jetzt auch schon arbeiten und finde das Wetter in Österreich ja wirklich sehr mau, also nicht so cool. Und wollte mich nur bedanken. Das freut mich sehr, dass so viele meine Snaps angeschaut haben und mit mir gemeinsam auf Urlaub waren. Und ja,